Ja, hallo. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Hört man mich? Ja. Und ich freue mich auf ein tolles Wochenende plus Donnerstag, wo wir viel produktive Arbeit leisten können. Und es ist uns wirklich eine Ehre, hier die Eröffnungsrede halten zu dürfen. Ja. Hier und heute schaffen wir einen Raum, der über nationale, klassistische und rassistische Grenzen hinweg FeministInnen zusammenbringt. Dieser Ort, diese Zeche ist Sinnbild für unsere Position in der Gesellschaft. Eine Sphäre der Männlichkeit einerseits. Ein Ort, den wir uns aneignen, allein durch unsere Präsenz. Eine Sphäre der Lohnarbeit, ein Symbol unserer Klasse. Er symbolisiert die Gastarbeit, Einwanderung, Migration, vielleicht sogar Heimatlosigkeit. Und zugleich ist dieser Ort ein Teil Identifikation, ein Stück Zuhause mitten im Ruhrgebiet. Dieses Festival ist die einmalige Gelegenheit für uns alle, einen neuen, intersektionalen und solidarischen feministischen Kampf zu organisieren. Und ja, wir wollen kämpfen. Wir wollen unsere Kämpfe nicht mehr diktieren lassen. Und wir wollen eigenständig und eigenhändig kämpfen. Als nicht weiße, nicht akademisch geprägte Frauen waren wir lange unsichtbar. Und heute stehen wir hier und begrüßen euch. Als Aktivistinnen der Ruhrjugend, als Kanak-Frauen und Kinder von Gastarbeiterinnen. Wir sind sichtbar. Und wir sind sichtbar im Namen aller vergessenen Frauen, im Namen Emine Buluts und im Namen Farkondas. Wir waren zu lange ungehört, wurden zu lange zerrieben zwischen bürgerlichen weißen Frauen, die unsere Stimme sein wollten, und nicht weißen Männern, die für uns sprachen. Heute sind wir selbst laut, laut für eine feministische Zukunft. Doch eine feministische Zukunft braucht eine solidarische Gegenwart. Also lasst uns die Tage, die jetzigen und die zukünftigen, dafür nutzen, unsere Erfahrungen zu teilen, Wege zu beschreiben, Hoffnungen und Kampfgeist zu sehen. Lasst uns einander zuhören und einander stärken. Lasst uns reflektieren, hinterfragen und verbessern. Lasst uns Kämpfe vereinen, statt zu vereinnahmen. Lasst uns voneinander kämpfen lernen für eine feministische Zukunft. Next.